Haltet euren Hintern fest, Leute! Rocket, Musik ab! Bin dabei! Konzentrier dich auf Fliegen, Peter! Der Mann braucht sofort einen Song! So ist schon besser! Pass auf das Schiff auf! Mach ich! Eben nicht! Drax, was machst du da? Ich halte meinen Hintern fest, wie Peter Quill gesagt hat. Kann ihm mal jemand zur Hand gehen? Und der ist mit dem Schlag auf dir rüber. Runter im Anflug! Lass sie weg, Will! Zeit zum Einfädeln! Setz mich mal daran! Der schnellste Weg durch ist mitten durch! Peter! Möchtest du den Tod mit schuldigem Gewissen, Attentäter? Bring bloß keinen Schleim auf mein Schiff! Mein Schiff! Es reicht! Lass mich ran! Du wirst uns noch umbringen! Noch sind wir nicht tot! Vielleicht doch, und das hier ist die Hölle. Sei nicht albern, diesen Ort kriegt der ewige Frostpanzer. Eure Hölle ist gefroren? Katafianer frieren nicht gern. Dann zieh dir halt mal was über. Seht ihr? Hinterspiel. Bruce sagt Vorsicht. Ja, danke für die Warnung. Unser Monster wurde gerade gefressen. Wenn du vor etwas wegfliegen kannst. Hast du versagt, weil du davor wegfliegen musstest. Bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps, bitte nicht das Nova Corps. Es ist das Nova Corps. Schiffsname Halas Hope.
Hast du Harlas Hope gesagt? Ich habe noch was zu erledigen. Bin gleich wieder da. Wir müssen dieses Vieh loswerden. Sofort. Ach. Das ist mein Ernst, Peter. Wenn es auf dem Schiff bleibt, gehen wir alle in den Knast. Keiner geht in den Knast. Das ist ein harmloses Weltraumlama. Harmlos? Mal von Inakube gehört? Nein. Sagt mir nichts. Das war ein Planet, den sie abgefackelt haben, weil ein Idiot ein Exelon eingeschmuggelt hat. Ich werde das Tier von Bord werfen. Moment, hier wird nichts von Bord geworfen. Damit wirken wir nur schuldig. Am Ende hätte es noch die Zephron-Krankheit. Deshalb wird Drax es in der geheimen Frachtkammer hinter Groots Pflanzen verstecken. Peter, Jason, Quill. Echt jetzt? Mit zweitem Vornamen? Hey, Corell! Ach, wie geht's? Wie lange ist das jetzt her? 2, 3 Jahre? Du siehst gut aus. Viel in der Sonne, hä? Das ist ein neuer Tiefpunkt, sogar für dich. Corell, ich schwör's dir, es ist nicht so, wie es aussieht. Dann bist du kein Schrottjäger, der in die verbotenste Zone des Alls eingedrungen ist. Und du treibst dich auch nicht mit Dieben herum und vielleicht sogar mit Mördern. Hey, Leute für Geld umbringen ist kein Mord, Lady. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja, klar. Peter Quill, ich habe das hier an dem Ort gefunden, den du erwähnt hast. Es war nicht genug Platz für das andere Ding und das. Peter Quill, vom Planeten C53, gemäß Galaxiegesetz ZXP-47, verhafte ich dich und deine Crew wegen unerlaubten... Kann ich dich zurückrufen? Was? Sag mir bitte, dass das keine Kiste mit super illegaler Tech ist. Es ist eine Kiste mit super illegaler Tech und das Zeug ist außerdem extrem wertvoll. Echt jetzt? Was denn? Wir sind auf dem Ravager-Schiff. Sogar die flaggigen Schotten sind gestohlen. Jedenfalls passt nicht beides in die Kammer. Ich werfe die Kiste von Bord. Wenn du das machst, schmelze ich dir das Gesicht! Die Waffensysteme der Milano sind 4 Generationen alt, Quill. Wir brauchen das Zeug da dringender als irgendein dämliches Zottelfieh. Dieses Zottelfieh könnte eine Biogefahr der Klasse 3 sein. Willst du im Kill enden? Oh, die Luftschleuse. Ich hätte lieber doch nicht auflegen sollen. Was ist mit der Kiste? Lass sie hier. Ich krieg das schon hin. Corell und ich, wir hatten da mal was. Du hast mit einem Bullen gepennt? Damals war sie noch kein Bulle. Und Hauptsache ist doch, dass ich uns hier rauspauke. Vertraut mir. Der Commander hat keine Zeit für verbrecherische Piraten wie dich. Das ist es ja gerade, wir sind keine Piraten, wir sind amtlich eingetragene Miethelden. So sieht's nämlich aus. Guck in deine Aktenblechschädel. NovaCore Lizenz Nummer 67398-2. Gärtner der Galaxie. Was? Nein! Rockets! Groot hat den Papierkram übernommen, aber ich habe einen Nachtrag hinzugefügt. Nicht die bekanntesten Miethelden, aber definitiv in den Top 5 der großartigsten Namen. Aktive Mitglieder. Groot, ein Flora-Koloss, der letzte seiner Art, furchtlos im Feuergefecht und bester Freund. Rocket, echtes Supergenie und Meister im Umgang mit Sprengstoff, definitiv kein Waschbär. Gamora, Adoptivtochter von Thanos, tödlichste Frau der Galaxie. Noch Fragen? Drax der Zerstörer, verurteilter Serienmörder und Held des Galaktischen Krieges. Gern griesgrämig. Last und definitiv least, Peter Jason Quill. Das ist alles? Mehr hast du nicht geschrieben? Es gab ein Zeichenlimit. Sorry, Entschuldigung. Darf ich mal? Cadet Gold, was machst du denn hier? Das wissen Sie nicht? Wirklich? Hier steht's. Einweisung Gefangenenabfertigung. Weisen Sie mich dann ein? Bist du nicht ein bisschen jung für das Korps? Bist du nicht ein bisschen alt für diese Frisur? Ich muss das mit dem Captain abklären. Nein. Nein. Sie hat das definitiv genehmigt. Sie wissen doch, wie gründlich sie ist, wenn's ums Genehmigen geht. Wenn Sie gestatten, Sir... Was Ihnen hier eher Kopfzerbrechen bereiten sollte, ist Vorschrift 7a zur Fußbekleidung von Häftlingen. Diese Jetstiefel sind eindeutig verboten. Die sind aber schick.
Gute Arbeit, Kadett Gold. Super, so viel zu Plan B. Wir brauchen keinen Plan B, ich mach das schon. Nein, du machst hier gar nichts, Pirat. Ich mach das und jetzt kein Mucks mehr. Vorwärts, Häftlinge! Hey, pass auf die Jacke auf. Kadett Gold, kennst du die Haftvorschriften? Auswendig gelernt, Sir. Als erstes... Als erstes entschuldigst du dich. Wir sind legitime Geschäftsleute auf legitimer Geschäftsreise. Wir haben keine illegale Kreatur in illegalem Raum gejagt. Hör auf zu helfen. Wir haben nicht gejagt. Diese Verhaftung ist doch ein einziger Witz. Erstens sollte kein Kind anwesend sein. Ich bin eine offizielle Rekrut. Bleibt hier stehen. Gibt es ein Problem? Ja. Keine Glaubensenergie. Kein Strom. Kein Strom. Keine Eindämmung. Ein einziger Funke. Sie kümmern sich darum. Sie sagen... Sie haben keine Ahnung. Wie sollen Sie reparieren, was Sie nicht verstehen? Beruhigt den großen Einiger. Lass die Scanner nochmal laufen. Was zum Flak ist ein großer Reiniger? Großer Einiger Raker. Anführer der Kirche der universellen Irgendwas. Er trieb reglos durch die Quarantänezone. Anscheinend auf der Suche nach Gott. Wir haben ihn genauso aufgegriffen wie euch. Der Unterschied ist, dass ich den Captain kenne. Wie gesagt, wenn du dem Captain einfach nur mitteilst, dass ich... Mom hat ausdrücklich gesagt, sie will dich nicht sehen. Genau, Quill. Moment. Hat sie gerade Mom gesagt? Geben Sie zu, dass Sie nichts wissen. Nein, damit das mit der Mom das nicht ab. Halt durch! Quill! Hey, Kleine, bist du da? Nova, Mädchen! Ja. Ich glaub schon. Ich schau nur kurz, ob ich... Halt durch! Richtig? Nicky. Hey, Nick. Freut mich, dich kennenzulernen. Okay, Nicky, wir machen jetzt Folgendes.
Du springst, packst meine Beine und dann kletterst du an mir hoch. Das klingt nicht nach. Vertrau mir, Kleine. Wir schaffen das. Siehst du? Ist doch wie Kinderspiel. Hau drauf! Okay, das war ziemlich aufregend. Danke. Mom wäre enttäuscht, wenn ich meinen ersten Häftling verloren hätte. Deine Mom? Ja. Komm schon, wir müssen hier weg. Um die Ecke ist eine Schutztür. Dort sind wir sicher. Hier, hilf mir mal. Würde es helfen, wenn ich bitte sage? Ist möglicherweise schon die blau-goldene Kavallerie unterwegs? Ich kann das nicht allein. Bereit? Gemeinsam. Auf 3, 2, 1. Los, los! Okay. Wir müssen weiter. Hier lang. Kadett Nikki? Wow, ich wusste, Nähe. Dass mit dem Kirchenschiff was nicht stimmt. Wer angelt auf einem Schrottplatz nach Gott? Oh Mann, das ist schlecht. Ich hoffe nur, dass es den anderen gut geht. Schutztüren werden im Notfall aktiviert. Mit meinem Generalschlüssel kann ich sie bestimmt steuern. Rekruten kriegen bei euch Generalschlüssel? Nicht ganz. Gib mir eine Sekunde. Komm schon, komm schon. Ich könnte vielleicht mit der Tür helfen, wenn die Handschellen weg wären. Vorschrift 3b. Niemals Fesseln entfernen. Komm schon. Du brauchst meine Hilfe. Nein, du bist mein Gefangener. Und ich hab's im Griff. Offensichtlich. Okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und hier durch gibt's bestimmt keinen Weg? Ich hab hier das Sagen. Als leitender Offizier. Leitend? Du meinst wohl Einziger. Ist dasselbe. Wow. Ah! Bist du okay? Ja, alles gut. Und du? Ja, bestens. Okay, hier lang. Sollten wir nicht nach oben gehen? Zurück zu den anderen? Hier unten ist noch eine Schutztür. Hatten wir nicht festgestellt, dass dein Spezialschlüssel nicht funktioniert? Wird er schon! Wir müssen weiter! Ein Witz sein! Ganz ruhig, du schaffst das. Hab ich schon erwähnt, wie praktisch meine Jetstiefel jetzt wären. Okay, ich krieg das hin. Ich will ja nicht hetzen oder so. Fast geschafft. Hör bitte auf rumzuhampeln, ich muss mich konzentrieren. Okay, okay. Ja, geschafft. Hier durch. Gute Arbeit. Danke. Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova-Kadett Arschretter. Okay. Peter, okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Gib mir die guten Neuigkeiten. Es geht allen gut. Das heißt, alle haben Vitalzeichen. Und was sind die schlechten Neuigkeiten? Sie wurden gefasst und ins Gefängnis gebracht. Falls du dachtest, dass die Explosion ihnen eine Fluchtmöglichkeit verschafft hätte. Hey, wir sind unschuldig. Schon vergessen? Wer unschuldig ist, muss nicht fliehen. Wo willst du denn jetzt hin? Ich sehe nur nach, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem, Feuer. Komm, dahinter sind wir sicher. Flak! Die Rohre müssen geborsten sein. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu rufen? Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle Sorgen. Die Tochter des Captains wird vermisst. Die Tochter des Captains ist eine Korpssoldatin. Hilfst du mir jetzt oder nicht? Ja, Ma'am.
Ganz vorsichtig. Da, siehst du? Mach dir keine Sorgen um mich. Das machen hier schon genug Leute. Übrigens, ich finde, du machst das toll. Kein Offizier, der mich jemals verhaftet hat, war besser. Wie viele waren das denn? Nicht so viele. Versuchst du gerade ernsthaft, dich von mir wegzuschleichen? Vorhin hast du zu mir gesagt, du machst das toll. Du machst das ja auch toll. Top 5 der Offiziere, die mich jemals verhaftet haben. Cool. Würdest du mir dann bitte denselben Respekt erweisen wie jedem anderen verhafteten Offizier? Das ist genau das, was ich mache. Unglaublich. Ja, das höre ich oft. Dieser Roboter etwa Make-up? Oh, ja. Das ist It. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind meine Freunde, glaube ich. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben. Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Okay, wow. Er ignoriert mich einfach und kriecht in eine Sackgasse. Zu deiner Information. Da hinten ist eine Fluchtluke, durch die ich problemlos entkommen könnte. Aber aus Respekt vor deiner Autorität werde ich sie ignorieren und dir folgen. Vorschrift 2b. Gefangene müssen die ganze Zeit in der Nähe bleiben. Weiß deine Mom, dass du hier unten spielst? Wahrscheinlich nicht. Aber was soll ich denn sonst machen? Es gibt keine anderen Kinder an Bord. Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mein Dad kannte ich nicht. Bereit? Okay, man sollte glauben, das wird einfacher. Woher genau kennst du meine Ma? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss... und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nick. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Das ist ein neuer Tiefpunkt, Peter. Selbst für dich, Peter. Das ist eine Sperrzone, Peter. Ja, das ist sie. Also, sind wir uns einig, dass du mir was schuldest? Nein. Nach meiner Zählung habe ich dich mindestens genauso oft gerettet wie du mich. Und ich bin diejenige, die uns auch jetzt rettet. Wohl eher die, wegen der wir uns verlaufen.